Willkommen zurück bei Let's Play WWE 2K14 in New Era. Wir sind hier bei der vorletzten Smackdown-Ausgabe, ne? Und wir erinnern uns an den Schluss der letzten Episode. Das war ja so, dass wir auf einmal im Steel Cage Match waren. Hier, seht ihr ja. Und zwar Randy Orton, Kane. Aber ich meine, es sollte eigentlich ein normales Match gewesen sein, weil dann kam eine Cutscene, dass der Käfig runterkam. Oder dass der Käfig runterkommt. Und jetzt sind wir hier im Käfig. Also ich denke mal, das Match davor sollte ohne Steel Cage gewesen sein. Wir sollen jetzt hier mit Randy Orton gewinnen. Ja, neue Aufnahmesession für mich. Und der erste Punch von der 10-Punch-Serie. Gekontert. Neue Aufnahmesession für mich. Die 5 Parts nehme ich jetzt noch auf. Und dann habe ich für nächste Woche direkt aufgenommen. Aufnahmezeitpunkt ist der 20.05.2014. Und mittlerweile ist auch Raw gelaufen. Die London-Ausgabe. Wovon ich immer gesprochen habe, dass ich darüber nicht wirklich labern kann. In den letzten Parts, glaube ich jedenfalls. Und wir können uns nochmal an die Story erinnern, wie das hier war mit Randy Orton und so weiter, weil Randy Orton ist ja in der Fehde mit... Oh ne, das war doof. Ah ne, muss einfach bloß gewinnen, ne? Randy Orton ist ja in der Fehde mit dem Undertaker. Und The Rock meinte so, damit wir uns schon mal so aufwärmen können. So ungefähr war es doch, ne? Weil beim nächsten Pay-Per-View Money in the Bank heißt es dann Orton gegen Taker um den Titel. Oh Gott, das wird nix. Um den World Heavyweight Title. Das Match hatten wir auch schon mal bei No Way Out gesehen. Im ersten Pay-Per-View hier bei New Era. Aber Randy Orton hatte noch nicht genug und Undertaker nahm die Herausforderung an. Und so haben die beiden wieder eine Fehde. Und The Rock meinte hier, wrestle mal gegen den Bruder von Phenom, von Phänomen, ne? Phänomen. Ja. The Undertaker natürlich, klar. Und die Hölle wartet auf uns, meinte der Taker. Mal sehen, wie die Hölle aussehen wird. Ist der Käfig jetzt die Hölle, oder? Wie läuft das? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sollten wir das Match hier eigentlich gewinnen können. Ist das eigentlich mit Pin, oder ist es ein ordentliches Match? Ups. Na, oh goddammit! Matchregeln. Okay. Ohne Pin, ganz normal, oder wie es sich gehört, in den Käfig rausgehen. Oder über den Käfig gehen. Ich habe es ja schon mal erwähnt in anderen Episoden. Ich finde das nicht gut, dass man in Steel Cage Matches Pins ansetzen kann. Ich wäre irgendwie für so eine Regelung, also man muss ja nicht komplett gegen Pins sein oder so, aber ich wäre cool, also ich fände es cool, dass man, ich fände es cool, wenn die Kontrahenten sich wirklich auf das aus dem Ring, über den Käfig klettern konzentrieren würden und nicht durch die Tür. Und wenn mit Pins, dann würde ich so eine Art Limit cool finden, so wie das zum Beispiel bei Ring of Honor war beim, wie hieß denn der Titel? Die hatten so einen extra Titel. Da gab es so extra Regeln. Oh, wie hieß denn das? Brian Danielson war auch der Champion. Pure Championship, so ist das Ding. Genau. Und da gab es dann irgendwie, dass man 3 Rope Breaks nur machen konnte. Oder dass man sich nur 3-mal im Rope Break retten konnte. Dann gab es, glaube ich, war das so, dass man nur via Pin und technisches K.O. gewinnen konnte? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall gab es da so bestimmte Limitationen. Und sowas finde ich eigentlich ganz cool oder auch sehr interessant für ein paar Matches der WWE heute. Das war doof, ich dachte, ich habe Standing irgendwas. Standing Signature Move irgendwas. Machen wir hier, die coolen Tritte. Dass du wirklich als Signature Move taugt, man weiß es nicht so ganz. Naja, Signature Move halt, ne? Oh Gott! Nee. Kannst mich mal. Ich geh jetzt hier hoch. Mal sehen, ob ich es hinkriege. Mal sehen, ob es reicht. Oh, das war gut. Oh, der war auch okay. Der war auch okay. Und das ist das Ende hier. Auf Wiedersehen. Kane! Schmore. Mögest du in der Hölle schmoren? Heißt das so? Schmoren? I'm not sure. So, Randy Orton holt sich einen Sieg und das war das Main Event von SmackDown. Und jetzt haben wir nur noch eine Raw und eine SmackDown-Ausgabe vor dem finalen Pay-Per-View. My head in vision. Vor unserem finalen Pay-Per-View hier in diesem Monat und dann folgen noch 2 Monate. Oh ja. Die Hintergrundmusik wie immer von Cheera.de. My baby. So, Raw geht los! Piu, 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 Feuerwerk!
Pew pew! Welcome to Monday Night Raw! Oder bei uns wär's Welcome to Thursday Night Raw. Wenn man sich auf Tele5-Ausstrahlungen beziehen möchte. So, my guest at this time, Dean Ambrose, the Titty Master. For the past 2 weeks, the Shield has beaten down ruthlessly on John Cena. Tonight, you go one-on-one with The Miz. What's going on in your head right now? Justin, we three have made Cena wish his parents never met. We almost made him cry. But in 2 weeks, we three won't fight Cena. I alone must fight him in 2 weeks. I need to prove that I'm fully capable of destroying people on my own. Tonight, I told Reigns and Rollins to sit this one out. I have to do this. I will destroy The Miz on my own. After the beating he took, Cena is resting. He's not here tonight. So Johnny boy, make some popcorn, sit on the couch, turn up the volume and watch as I tear Miz apart. Because that's gonna be you in just 6 days. Kampfansage an John Cena. Und Dean Ambrose möchte heute beweisen, dass er es alleine schafft, Leute zu verprügeln, indem er Miz zerstört. Rollins und Reigns sollen draußen bleiben, sagt er. Und wir sollen jetzt auch mit Dean Ambrose gewinnen gegen den Miz. Schön. Machen wir das mal. Awesome. Schön. Und Dean Ambrose. Und ich würde mal sagen, los geht's, machen wir The Miz fertig. Den Movie-Star. The Miz. Ich weiß nicht so ganz, was ich von ihm halten soll. Sage ich euch ganz ehrlich. Dann kriegt er erstmal hier den Black Hole Slam ab. Oder Swing Side Slam oder irgendwie sowas. Lo, bam. Ja. Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Im Ring ist er natürlich nicht der Beste. Mikro, finde ich, kann er auch noch arbeiten. Also ich sehe ihn eher als durchschnittlichen Wrestler an, so, keine Ahnung. Wie seht ihr das? Wie findet ihr The Miz? Schreibt mal in die Kommentare. Aber wann war The Miz das letzte Mal relevant? Ist auch eine gute Frage. Wahrscheinlich. Survivor Series 2011, ne? Müsste 11 gewesen sein. Mit The Rock? Glaube schon. Mit The Rock und Cena als Tag Team Partner gegen The Awesome Truth. R-Truth und The Miz. Da stand das letzte Mal, glaube ich, im Main Event von dem Pay-Per-View. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und davor wahrscheinlich der Höhepunkt WrestleMania 27 gewesen, sagt er ja immer so schön. Weiß gar nicht, ob er wie die Titel-Defenses oder wie die Titelverteidigung danach waren. Muss ich passen, ganz ehrlich. Weil ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich bin zum Wrestling erst wieder gekommen, so genau nach dem Summer of Punk. Genau danach. So, zu Night of Champions 2011 bin ich wieder zugestoßen. Durch Wrestling Games. Ja, ja. Durch Wrestling Games. Schön, schön. So, nach, statt den Headlock-Driver mal zu zeigen, mache ich doch einfach mal den Knee-Trembler. Parodiert an William Regal oder eine Hommage zollen an William Regal. Könnt ihr bezeichnen, wie ihr wollt. Der Knee-Trembler, ihr würdet nicht gern abkriegen. Nee, nee. Nee, nee. One, two, zum Sieg. Schön. Schön. Oh, ist das warm heute. Ekelhaft. 20.05.2014. Ekelhaft warm hier in Anklam. Schon los hier runter gemacht, damit ich das einigermaßen aushalte. Obwohl abends ist hier 7:30. Aber es ist ja trotzdem noch hell. So, wir holen uns den Sieg ganz alleine. Ohne die Kumpanen von The Shield. Holen wir uns den Sieg. Was steht als nächstes an? Dieben wieder oder so? Interessant wäre es. Lita, AJ, die haben eine Fehde, vergessen wir nicht. Ja, kleine Bitchfight. Und so weiter. Brauche nicht Freeze mein WWE 2K14 nicht. Nee, Triple H, Ryback, der aktuelle WWE Champion. Ja. Yeah. What on earth are you doing, sir? I saw the schedule for tonight. I'm in a match? That too against Rey Mysterio? This coming Sunday,
I'm defending my WWE Championship against Goldberg. Ja, wir erinnern uns, die beiden gehen head to head, Kopf an Kopf bei Money in the Bank. Und es geht dann um die WWE Championship. I cannot be in a match tonight. I want to take the night off and prepare. How dare you? How dare you come here and talk to me like that? Do you know who I am? I'm Triple H, your boss. Learn some manners first, and the match is still on. You will fight Ray tonight. But for your sake, Goldberg is banned from this match. Now leave. That's not good enough. You're a lousy boss. What the? Lousy boss? Get your sorry ass out of here before I pedigree you. So, und da rastet Triple H also aus. Gefällt ihm also die Wortwahl von Goldberg nicht. Quatsch, von Ryback, der fängt jetzt auch schon an. Und er muss jetzt in einem Match antreten gegen Rey Mysterio. Gegen seinen Willen. Justin Roberts, please welcome the real Americans who want to talk about something. Na, die haben wir lange nicht mehr gesehen bei New Era, ne? Okay. We have a surprise. We are getting title shots this Sunday at Money in the Bank. Oh, the Shield better be worried. Worried. Justin, we are an unstoppable force here in the World Wrestling Entertainment and in the WWE, and you know it. Rollins and Reigns do not deserve those prestigious championships. And after Sunday, they won't have them. Come on, Antonio, let's say it. We, the people. Let's go. Okay, die bekommen überraschenderweise auf einmal einen Title Shot für die WWE Tag Team Championships, die aktuell gehalten werden von The Shield bei Money in the Bank. So setzt sich die Matchcard zusammen. Oh nö, die werden jetzt angegriffen. Uncool. Richtig uncool. The Shield, natürlich, wer sonst? Die tragen jederzeit ihre Gürtel um Hüfte. Die armen Boys. We'll see you on Sunday. Sehen Sie am Samstag, ja. Könnte ein spannendes Match werden. Könnte wirklich ein spannendes Match werden. Gab es das Match in der Zeit der Real Americans? Ich bin mir nicht sicher. Weil ihr es wisst. Oh no. I'm coming to you live from a very secure location. I'm not in the building. Na, da wollen wir nochmal sehen. I have to stay away from that crazy crack addict, Tomboy, known to you as Nita. In just 6 days, I'm going to defeat her and send her back to the retirement home. Eine weitere Kampfansage, diesmal von Lita. Und wir haben ein Match und wir sollen mit Wade Barrett gewinnen. Bad News. Bad News. Bad News. God save our Queen. Boom. So ungefähr. Ich meine, von irgendwas gesprochen zu haben, wie Justin Gabriel. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was es war. Classic Franz. Remind me. So, los geht's. Wait, Barrett. Oder kommt der Elbow? So, oder ähnlich. Naja, kriegen wir ihn. Sollte nicht so ein Problem darstellen. In welcher Position findet sich Wade Barrett hier in dieser Storyline gerade? Ich meine, er hat das Match nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft, das Match zu gewinnen, um die vakante WWE Championship. Was hat er denn hier gerade? Bei No Way Out. Und jetzt ist er so, wird er so randommäßig eingesetzt. Eigentlich hat er mal so einen Titel verdient, ne? Versuchen wir mal. Ich versuche gerade mal alle Champions zusammenzukriegen, die wir gerade haben. So, wir haben den WWE Champ. Das wäre Ryback. Wir haben den World Heavyweight Champ. Das wäre John Cena. Der Intercontinental Champion ist CM Punk. US Champion ist Cena. Habe ich Cena jetzt zweimal gesagt? Nochmal. Also, WWE Champ Ryback. World Heavyweight Champion Undertaker. Intercontinental Champion. US Champion Cena. Tag Team Champions. Shield. Divas Champion. Ness. Natalya. Und Women's Championess. AJ. Oh, ja gut. Ich krieg was. So, komm her. Jetzt haben wir gleich Signature Move. Machen wir das Match noch hier zu Ende eben. So, hau ruf. Und dann einmal Winds of Change. Irgendwie so, ne? Warte. Und take this, the ball in my elbow. Ins Cover. Schön reingefallen direkt. 2, 3. Und das war's mit diesem Match. Ein wahres Squash-Match.
wenn man so will, was? Gut, Leute, das soll es gewesen sein für die heutige Episode, ne? Der Muffe, cool. Wir sehen uns dann morgen wieder um 18 Uhr. Dann sehen wir uns am Freitag wieder. Cool. Übermorgen geht's dann weiter mit. Oder nee, übermorgen kommt wieder eine Ausgabe von World of Wrestling Games. Cool. Was ich aus der Vergangenheit alles so voraussagen kann. Naja, bis dann. Euer Franz, euer Versorg, bis zum nächsten Mal, oder rein und tschüss.